Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video geht es um Drohnen und zwar will ich euch schnell zeigen, wie man die Propeller richtig anbringt oder besser gesagt eher eine knappe Aufklärung. Das ist jetzt hier eine Bebop 2 von Parrot oder Parrot. Da es hier und da doch etwas Verwirrung herrscht durch die Farben hier, beziehungsweise woher weiß ich, welche Propeller hinkommt, wenn diese farblichen Aufkleber hier weg sind. Also im Prinzip kann man da eigentlich wirklich nichts falsch machen. Das ist ja ziemlich einfach. Wir haben jetzt hier einmal diese Schutzgummis hier, die sind einfach zum Transport da, ja, damit die Motoren etwas geschützt werden. Die müssen wir natürlich abmachen, ja, bevor wir die Propeller anbringen. Sieht hier so aus halt, ja, ich mache die jetzt mal alle ab hier, einfach zack, ja, legen wir zur Seite und schon wissen wir nicht mehr, wo was war. Hier haben wir die Propeller, die sehen hier so aus, wenn sie neu sind. Natürlich haben wir diesen Aufkleber hier drauf, ja, gelb und einmal blau. Genau, das mache ich jetzt einfach mal ab hier und nun wissen wir jetzt schon nicht mehr, was war hier, welche wohin kommt, welche Farbe. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Und zwar will ich euch schnell zeigen, der Unterschied hier ist, also in der Regel ist es so, dass die weißen vorne kommen und die schwarzen nach hinten. Es geht einfach nur darum, dass wir schnell auf den ersten Blick sehen oder wissen, wo vorne und hinten ist. Wir können das auch andersrum machen natürlich oder halt wie wir es wollen. Aber wie gesagt, normalerweise macht man hier die weißen vorne, schwarzen hinten. Und zwar hier haben wir einmal, wir sehen hier die weißen Propeller hier, die sind unterschiedlich. Ja, einmal haben wir hier mit ist ein Loch in der Mitte und einmal ohne Loch, ja, das ist der große Unterschied. Bei den schwarzen ist es genauso, einmal mit Loch hier in der Mitte, einmal ohne Loch, ja. Und zwar, wenn wir jetzt hier die Motoren, die Drohne hier uns anschauen, haben wir hier auf die Motoren genau, ich hoffe, das kann man sehen hier, genau, hier sehen wir einmal diese Achse hier, die guckt hier raus einmal. Und auf der anderen Seite ist sie ja bündig sozusagen. Hier guckt nicht raus. Und ja, hier guckt raus und andere Seite nicht. Dementsprechend können wir natürlich, wenn ja die Propeller ansetzen, hier anbringen. Der mit dem Loch kommt natürlich darauf, wo die Achse da rausguckt und der ohne Loch, wo der ja bundig ist halt. Und das muss natürlich ohne Gewalt, ja, machen wir ganz langsam und so können wir natürlich nicht falsch machen. So, hier haben wir den Schlüssel, nochmal den Motor blockieren hier und einmal kurz drehen der Propeller und schon sitzt er fest. Hier müssen wir natürlich darauf achten, dass es wirklich ja fest sind. Es kann ja auch schon mal passiert, dass die dann beim Drehen in der Luft rausfliegen, da wenn sie nicht richtig fest sind. Ja, die schwarzen mache ich jetzt einfach mal nach hinten und einfach festmachen. Also wie gesagt, wir mussten das ja leicht machen ohne Gewalt und wir können da nichts falsch machen und schon ist unsere Drohne hier flugbereit. Und ja, wir brauchen jetzt die Farben nicht mehr. Ja, das war es auch schon alles für Erster, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder ein Like oder ein Abo. Freue ich mich natürlich auch. Ansonsten danke fürs Zuschauen und schöne Ferien wünsche ich euch.